Du machst diesen All-Inclusive-Urlaub schon bereits erwähnt. Ne? Du hast alles zu einem Preis und du kannst da halt 24 Stunden am Tag kannst du futtern. Das ist auch der Nachteil, weil du nimmst in einer Woche 5 Kilo zu. Weil so sieht ein Buffet aus in Antalya. Also das ist jetzt nur ein Teil. Das geht dann so 10, 20 Reihen weiter. So sieht ein Pot Schokocreme aus. Das sind dann so 8 Kilo. Kannst du dir dann da drauf knallen. Das ist schon, wo du merkst, hier kann man gut, du kannst morgens, glaube ich, 7 Uhr fängst an mit Frühstücken bis 12 Uhr, kannst du fressen. Wenn du spät aufsteher bist, bis 12.30 Uhr, 13 Uhr kannst du brunchen, kannst du weiter fressen. Wenn du eine halbe Stunde überbrücken kannst, ab 13.30 Uhr gibt es Mittagessen, kannst du weiter fressen. Bis 15.30 Uhr, bis 17 Uhr gibt es nachmittags Grill am Pool, kannst du weiter fressen, schaufeln, fressen. Ab 19 Uhr gibt es Abendessen, bis 22 Uhr kannst du weiter fressen. Du brauchst eigentlich gar nicht aus dem Restaurant raus, du bleibst einfach drin, weißt du? Also, ist das schon das Abendessen? Das denn? Ich habe schon drauf gewartet, ja. Du kannst, also es ist großartig, du kannst in Antalya deinen Spaß haben, du gehst ans Buffet, wenn du mal es bis ans Buffet schaffst, das ist fantastisch, du kannst... Das ist wirklich viel Essen. Die meisten Touristen haben verstanden, wie das System funktioniert. Es gibt genug Essen, du kannst dir Zeit lassen, alles klar, wunderbar. Die deutschen Landsleute haben das System verstanden. So ein typisch deutsches Ehepaar, Ingeborg und Herbert. Mensch, Ingeborg, schau dir das an, großartig. So viel Essen, fantastisch. Das ist ja also toll, die haben türkisches Essen, die haben sogar deutsches Essen, die haben Essen aus der ganzen... Und so viel Essen, also wir können uns Zeit... Nimm erstmal ein Handtuch... Und reserviere einen Platz im Restaurant. So, das muss. Halt, das musst du machen. Das ist jetzt keine. Doch, das ist clever. Mach das, weil es wird sehr voll im Restaurant. Nachher futterst du im Pool. Also alles richtig gemacht. Ja? Reserviere einen Platz im Restaurant und dann nehmen sich die beiden Zeit. Nehmen Teller, machen Vorspeise drauf und dann setzen sie wieder hin, futtern und wieder Teller voll, Vorspeise und so weiter. Alles klar, wunderbar. Mach das so. Bevor ich weiter erzähle, gibt es heute Abend Russen hier im Publikum? Könnt ihr mal die Hände oben lassen? Die Security braucht ein paar Sekunden, um... Wo noch, bitte? Wo noch? Komm, es sind 5000 Leute hier, komm. Da hinten zwei. Okay, das ist weit genug weg. Bis du nach vorne rennst, bin ich weg. Also, okay, sie ist gefährlich. Wo haben wir noch? Hier vorne auch. Jetzt hast du erst dich... Du hast jetzt erst gemerkt, dass du Russin bist? Ein bisschen gebraucht, ne? Im Pass nachgeschaut? Ich bin Russe. Also. Aber vor euch habe ich keine Angst. Ihr lächelt mich an noch. Hier vorne, rechter Block. Auch nett. Kein Problem. Ich habe eigentlich eher Angst vor den Russen, die sich gerade nicht gemeldet haben. Da gibt es auch bestimmt ein paar, die hier sagen, warte. Warte. Warte, товарищ. Nicht melden. Haben wir gelernt, in Ausbildung uns nicht zu identifizieren. Hast du ihn? Ja. Er ist ein bisschen weit weg, aber ich habe ihn. Das Problem ist, er bewegt sich die ganze Zeit. Nein, also, liebe russischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, das ist jetzt, sind keine billigen Russenwitze, die ich erzähle, okay? Das ist der Wahrheit. Ich kann auch nichts dafür, wenn ihr euch so verhaltet, ja? Das ist... Pass auf. Russen verhalten sich anders am Buffet. Aber nur am Buffet merke ich, dass es Russen sind. Weil in der Hotelanlage fällt ihr nicht wirklich auf. Ganz im Ernst, ihr lauft so durch die Gegend wie der andere auch. Aber irgendwas passiert, wenn ihr Essen seht. Da irgendwas zwirbelt komplett durch die Synapsen, tanzen, Samba, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas, ihr seht das. Da! Stubinski, mich zu brauchen, Storch! Nemetskaya, Lisaka, Spolotianzem! Die ist Rabat, nicht Ram! Da! Нет, караваны, сорванье, караваны, 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 нет, 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 караван. Караван, сорванье, 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 сорванье,
Dann bauen die ein russisches Buffet. 3 Meter entfernt vom Hauptbuffet. Unschwer zu erkennen am Wachturm.